Frau Präsidentin, dann wünsche ich Ihnen auch einen sehr schönen Tag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das hat ja hier schon eine gute Tradition, dass wir im Plenum und vor allen Dingen natürlich im Entwicklungsausschuss ständig darüber reden, wie wir denn die Effizienz unserer Entwicklungszusammenarbeit noch weiter steigern können. Das ist auch wichtig, weil wir natürlich wissen, dass alles noch zu verbessern ist. Deswegen tun wir das ja auch. Aber so ein bisschen erscheint ja die heutige Debatte als eine Neuauflage der Diskussion vor genau einer Woche hier. Vor einer Woche wollte die AfD beantragen und vorschlagen, die Entwicklungszusammenarbeit mit Schwellenländern zu streichen. Jetzt schlagen wir uns vor, den Europäischen Entwicklungsfonds zu streichen. Die Argumente und auch die Gegenargumente werden sich ja irgendwie ähneln. Dabei fängt der Antrag ja am Anfang ja sogar noch mit Richtigem an. Einfach die Feststellung der Historie. Europäischer Entwicklungsfonds ab 1958 bis hin zu dem jetzigen 11. Europäischen Entwicklungsfonds mit Zeitraum und Umfang, die sind ja sogar noch korrekt dargestellt. Aber dann ist genau Schluss. Weil wenn dann festgestellt wird, das alles wird heute nicht mehr gebraucht, dann ist eben Schluss mit der korrekten Darstellung. Und wenn dann obendrein noch, ich zitiere mal aus dem Antrag, drinsteht, dass damit, dass die Europäische Union damit alles dominiere und die EZ der Einzelstaaten in, ich zitiere jetzt, nachgeordnete erfüllende Rolle zwinge, dann ist das schon ziemlich grober Unfug. Und zwei Hinweise. Erstmal, also dominierend. Aus der deutschen Entwicklungszusammenarbeit werden ja noch nicht einmal 10% in den Europäischen Entwicklungsfonds gesteckt. Das ist nicht viel mehr, als wir auch an deutschen Finanzen in das Welternährungsprogramm hereinstecken. Und es macht auch Sinn, an vielen Stellen eben nicht als Einzelstaat, sondern gemeinsam mit Gleichgesinnten zu arbeiten. Egal, ob im Welternährungsprogramm oder gemeinsam mit den europäischen Partnern. Und der Hinweis, das habe sich ja erledigt, das werde nicht weiter gebraucht, ist genauso weit entfernt von der Realität. Ich will noch mal unterstreichen, und insofern ähnelt sich das mit dem, was ich auch selber hier in der letzten Woche gesagt habe. Wir wollen den Erfolg von Entwicklungszusammenarbeit, weil wir auf der einen Seite das für ein ethisches Gebot halten, sich auch um den Nächsten zu kümmern, dafür zu sorgen, dass auch Menschen in anderen Ländern die Chance haben, einen Job zu kriegen, persönliche Perspektiven zu haben und in ihrem Land voranzukommen. Das ist ein ethisches Gebot, und dem wollen wir gerecht werden. Es ist aber auch gleichzeitig unser ganz eigenes praktisches Interesse. Und ich sage mal noch deutlicher, es ist auch unser deutsches Interesse, dass die Menschen dort, in den Ländern, in denen sie leben, auch Jobs und Chancen und Perspektiven bekommen. Sonst machen sie sich nämlich auf den Weg in andere Länder und suchen sich dort ihre Perspektiven. Wir wollen lieber dort helfen, wo die Menschen leben. Und deswegen übersetze ich das noch mal. Erfolgreiche Entwicklungszusammenarbeit, das entspricht erstens unseren Werten und das entspricht zum anderen unserem Interesse, unserem deutschen Interesse. Und wenn ich dann diesen Antrag lese, dann wird damit schon so ein bisschen der böse Verdacht untermauert, dass es Ihnen ja um was ganz anderes geht. Denn wenn Erfolg bei Entwicklungszusammenarbeit da ist, dann gibt es weniger Migration. Und das wollen Sie nicht, weil Sie dann kein Thema mehr haben. Und deswegen ist es sehr in unserem Interesse. Und deswegen lehnen wir das alles ab. Was zu tun ist, ist nachdenken, wie denn unsere Instrumente noch weiter verbessert werden können. Insofern ist das sehr hilfreich, dass wir auch noch über den Antrag
der FDP reden können. Dazu hat gleich mein Kollege Georg Kippels noch eine ganze Menge zu sagen. Und genau so muss das auch sein. Wir müssen Ideen einbringen und darum ringen, wie das besser werden kann, aber nicht dieses dumpfe Ablehnen von allem, was am Ende Deutschland nutzt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Volkmar Klein. Nächster Redner in der Debatte, Olaf Inderbeek für die FDP-Fraktion.